Tomatenketchup ist das Erfolgsprodukt der Marke Heinz. Henry Heinz hat einen Kassenschlager geschaffen mit einer genialen Idee. Ganz am Anfang. Die Food Stories erzählen dir, wie Tomatenketchup zum Welterfolg wurde. Henry John Heinz ist ein Sohn deutscher Einwanderer. Er wächst in einfachen Verhältnissen in Pittsburgh auf und ist mit einem genialen Geschäftssinn gesegnet. Henry J. Heinz vertreibt zunächst Meerrettich und eingelegtes Gemüse. Pickles sind zu der Zeit in Amerika der Hit. Er beobachtet seine Kundinnen und Kunden und setzt auf eine neue Verpackung. Seine ursprüngliche Geschäftsidee war, Meerrettich in durchsichtigen Gläsern zu verkaufen, damit man sehen konnte, was für ein reines Produkt es war. Das war ein brillanter Ansatz, denn für dieses Produkt gab es einen echten Markt. Und damit lag er genau richtig. Damals ist es noch üblich, Lebensmittel in braunen, fast blickdichten Gläsern zu verkaufen. Als Heinz seine Produkte in durchsichtigem Glas anbietet, stellt er die Lebensmittelindustrie auf den Kopf. Plötzlich haben Kundinnen und Kunden einen freien Blick auf Gurken und Meerrettich und greifen zu. Der Visionär passt seine Produktpalette ab da ständig an. Während der Zeit der Depression sind Heinz-Suppen sehr beliebt, weil sie günstig sind. Und Heinz baut sein Angebot aus, um davon zu profitieren. Ausgerechnet in einer Zeit, in der es auf der ganzen Welt wirtschaftliche Schwankungen gibt, erschafft er mit Ketchup seinen Nummer-1-Bestseller. Bis heute. Dickflüssig und mit süßer Note ist das Ketchup 1876 eine Neuheit und Sensation. Heinz verkauft es anfangs aus seinem selbstgebauten Wagengeschäft. Das Ketchup wird rasant zu einem Verkaufsschlager und landet nach und nach in allen Supermarktregalen. In einer durchsichtigen Flasche. Ja, das stand halt immer beim Mittagessen, bei Würstchen beim Grillen, stand es sozusagen auf dem Tisch, ja, in allen möglichen Variationen. Und dementsprechend ist das eigentlich, ja, man kann sich einen Grillen ohne Heinz Ketchup nicht vorstellen. Ein Grund für den Welterfolg: Heinz kontrolliert die Zutaten für die rote Soße. Nicht irgendwelche Tomaten dürfen in die Flasche. Ab den 1930er Jahren beginnt Heinz sogar mit dem Anbau eigener Tomatensorten, die röter, fester und dicker sein sollen. Die Tomaten aus eigener Züchtung werden nach der Ernte sortiert, in der Fabrik gewaschen und zu einem dickflüssigen Tomatenmark verkocht. So lange, bis die perfekte Konsistenz erreicht ist. Und die lässt sich sogar messen. Mit einer Geschwindigkeit von 0,045 km pro Stunde muss das Ketchup noch heute fließen. Sonst wird es nicht zum Verkauf zugelassen. Bei der Würze seines Topsellers setzt Heinz auf eine geheime Mischung. Das Rezept steht unter Verschluss. Obwohl wir im Heinz-Museum den Nachlass von Heinz hüten, wurde nicht einmal uns das Rezept von Heinz Ketchup verraten. Ein Blick auf die Flasche verrät: In dem Ketchup stecken Tomaten, Essig, Zucker, Salz, Kräuterextrakte und Gewürze. Aus Angst vor Nachahmern sind die genauen Mengen top secret. Das ist üblich in der Branche. Und das Unternehmen betont, die sonnengereiften Tomaten und Zusammensetzung der Zutaten mache den Geschmack von Heinz Ketchup unverwechselbar. Burgerbudenbesitzer James Benjamin Doppler kennt sich mit Ketchup aus. Bei Pound & Pan serviert er seinen Kunden neben Pommes und Burgern selbstgemachtes gelbes Ketchup. Ketchup ist bei mir in der Küche schon sehr wichtig. Gibt einen guten Umami-Geschmack zum Fleisch hinzu, also unterstützt das Fleisch. Aber dafür muss halt auch die richtige Säure, richtige Süße und Geschmackintensivheit sein. In Handarbeit bereitet er einmal die Woche das Ketchup für seine Gerichte vor. Dafür schwitzt er Zwiebeln langsam in Olivenöl an, außerdem gehackten Knoblauch. Anders als bei Heinz verwendet er für sein Ketchup sowohl frische als auch eingelegte Tomaten.
Tomaten so, wenn man die jetzt frische Tomaten nimmt, zu verschiedensten Jahreszeiten haben verschiedene Reifegrade. Die könnte man einfach liegen lassen, dass sie mehr Zucker entwickeln. Aber Dosentomaten sind in der Hinsicht eigentlich perfekt auch. Aber wir machen eine Mischung aus beiden, um ein bisschen die Säure aus frischen Tomaten und diese Süße von den Dosentomaten zu bekommen. Je länger James die Tomaten einkochen lässt, desto mehr tritt der natürliche Zucker hervor. Für mehr Süße setzt der Koch auf braunen Rohrzucker, den er am Stück einkauft. Anschließend verfeinert James sein Ketchup mit Anis, Koriander, Kreuzkümmel, Piment und Nelke. Das alles gibt er in einem Gewürzsack dazu und rundet mit Tomatenmark ab. James gibt noch Essig und Salz hinzu, bevor er die Mischung im Mixer zu einer sämigen Masse weiterverarbeitet. Für ein besseres Mundgefühl siebt der Koch die groben Bestandteile aus. Nun ist der Ketchup im Kühlschrank bis zu 3 Wochen haltbar. Ganz anders das industriell gefertigte Ketchup von Heinz. Oh, okay. Wenn man jetzt so hier durchguckt, pro 100 Gramm 23,2 Gramm Zucker. Das ist schon krass viel. Das ist, ja. Eigentlich das Schockierende ist, dass es einfach mal über, naja, fast 2 Jahre haltbar ist. Ja? Das heißt, da ist so viel Zucker drin, dass das einfach so konserviert ist, dass das einfach nicht schlecht werden kann. Zwar hat Heinz auch zuckerreduzierte Produkte auf dem Markt. Deutlich beliebter ist aber das Original. Ein stichprobenartiger Vergleich mit 3 populären Mitbewerbern zeigt, nur das Konkurrenzprodukt vom Discounter Lidl ist ähnlich süß. Zucker ist eine besonders günstige Zutat für die Lebensmittelindustrie und ein wichtiger Geschmacksträger. Und obwohl Heinz so viel Zucker einsetzt, liegt sein Ketchup mit 2,49 Euro im Preisvergleich ganz vorne. Man zahlt halt für die Marke, ne? Im Endeffekt. Das ist Heinz. Heinz kennt man. Die Produktion selber ist, glaube ich, überhaupt nicht teuer. Ich glaube nicht, dass da guter Zucker dafür verwendet wird. Branntweinessig ist einer der günstigsten Essigsorten, die es gibt. Ich glaube, es ist eine große Gewinnspanne. In der Herstellung auf jeden Fall kein teures Produkt. Ein Geschäft, das sich für Heinz lohnt. Im deutschsprachigen Raum aßen allein im letzten Jahr 1,25 Millionen Menschen ab 14 Jahren täglich Ketchup. Und die meisten von ihnen griffen zum Ketchup von Heinz. Liegt es am Marketing oder am Geschmack? James stellt seine Kunden auf die Probe. Zur Auswahl der Klassiker von Heinz, ein Ketchup von Werder aus Brandenburg, eine günstige Alternative aus dem Discounter Lidl der Marke Kania und eine Bio-Variante von Alnatura. Die Zutaten ähneln sich bei allen Herstellern. Tomatenmark, Zucker, Essig und Gewürze gehören zu den Hauptzutaten. Können die Probanden das Ketchup von Heinz nur am Geschmack erkennen? Der ist so sauer irgendwie. Ja, der ist sehr sauer. Ich glaube, hinter der Nummer 3 steckt der Heinz-Ketchup. Nummer 1 fand ich ein bisschen säuerlich. Und sonst schmeckt die eigentlich ganz normal, wie ich sie immer esse. Ich fand die Nummer 3 hat sehr süß geschmeckt und die Nummer 2 sehr nach Essig und die 1 ist die Mitte. Deswegen vermute ich, dass das der von Heinz ist. Ich tippe, dass die Nummer 4 der Heinz-Ketchup ist. Ich glaube, die Nummer 1 ist von Heinz, weil das so süßlich und säuerlich schmeckt. Und auch von der Konsistenz her sehr gut passt. Das ist so das klassische Ketchup. So muss Ketchup schmecken. 60% aller Befragten haben Heinz Ketchup am Geschmack erkannt. Die Stichprobe bestätigt, die Rezeptur ist unverkennbar. Damit hat Heinz etwas geschafft, was nur wenige Marken zuvor erreicht haben. Heinz Ketchup ist deshalb zu der Ketchup-Marke in den USA aufgestiegen, weil er es erstens geschafft hat, Ketchup als National Condiment, als typisch amerikanische Würzung zu markieren. Und zweitens eine sehr intensive Werbekampagne gefahren hat. Also er hat so kleine Kärtchen verteilt, er hat Anzeigen in Magazinen und Zeitungen geschaltet. Später ist er einer der größten Outdoor-Werber geworden durch so Anzeigen auf Streetcars und Billboards. Firmenvater Henry J. Heinz legt großen Wert auf Design. Auch Ketchup verkauft er in durchsichtigen Flaschen. Ganz oben bringt er die Zahl 57 an.
Außerdem wirbt es mit 57 Varieties auf dem Etikett. Ein Spleen. Heinz himself was riding a train in New York. Heinz war 1896 in New York mit dem Zug unterwegs, als er eine Werbung für 26 Varianten von Schuhen sah. Er fand die Idee gut, dass man eine Zahl mit seinen Produkten assoziiert. So entstand die 57. 7 war seine Lieblingszahl, 5 die seiner Frau. Außerdem sieht die Zahlenkombination sehr gut aus. An dem Tag hat er angefangen, mit der 57 auf seinen Produkten zu werben. So ist es schon seit über 100 Jahren. Und noch heute ist auf jeder Glasflasche die 57 drauf. Aus Pittsburgh tritt Heinz Ketchup den Siegeszug um die Welt an. Ein Grund für den Erfolg? Henry J. Heinz traut sich von Anfang an groß zu denken und setzt früh auf internationale Vermarktung. Sein Motto lautet: Our field is the world. 10 Jahre nach seiner Erfindung startet Heinz die Expansion nach England. So as early as 1886, he takes a trip. 1886 reisen Henry J. Heinz und seine Frau nach England. Im Gepäck hat er seine Produkte. Auch im Urlaub macht er stets Geschäfte. Er bringt sie zu Fortnum & Mason in London. Sie probieren sie und kaufen ihm alles ab. Das ist einer seiner ersten internationalen Verkäufe. Ab diesem Zeitpunkt hat er angefangen zu expandieren. Über Europa bis in den fernen Osten. Auch Kooperationen bringen Erfolg. Bei McDonald's gibt es 40 Jahre lang nur Heinz Ketchup zu Burger und Pommes. Bis Heinz 2013 von einem Burger King-Manager geführt wird und McDonald's die Zusammenarbeit beendet. Mit seinem erfolgreichen Ketchup hat das Unternehmen den Grundstein gelegt und wächst schnell zu einem Weltkonzern heran. 2015 gehört Heinz schon längst zu den Top-Playern der Lebensmittelindustrie. Da wagt die Firma den nächsten Coup. Heinz will mit Kraft Foods fusionieren und zum fünftgrößten Lebensmittelkonzern der Welt aufsteigen. Mit 37.000 Mitarbeitern und 25 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Wettbewerbshüter genehmigen die Fusion, trotz großer Marktmacht. Seitdem kommen noch mehr Produkte von einem Food-Giganten. Kraft Heinz.